Sapiano präsentiert Live-Piano-Coaching mit Sven Häfliger. Sapiano bietet dir eine riesige Auswahl an erstklassigen Online-Klavierkursen. Stelle nun deine Fragen rund ums Klavierspiel. Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend in diesem wunderschönen Sommerabend. Mein Name ist Sven Häfliger, ich bin der Gründer von Sapiano und dies ist ein weiteres Live-Piano-Coaching. Ich habe wiederum ein Thema für euch vorbereitet, das ist in dem Moment Harmonielehre. Es geht also um das hier. Und die Leute, die die Sapiano-Methode schon kennen, die kennen diese Grafik. Das ist die Sapiano-Methode. Und heute gebe ich euch einen kleinen Crashkurs über Harmonielehre. Warum ist es überhaupt wichtig? Tonarten, warum braucht man das? Muss man Tonarten wechseln können? Was hat man davon? Kann man das überhaupt erlernen? Und vieles mehr. Und dieses Live-Piano-Coaching, das ist natürlich wiederum interaktiv. Also ihr könnt mir Fragen stellen in den Chats. Ich habe hier den Facebook-Chat bei mir, ich habe auch den YouTube-Chat bei mir und ich sehe euch alle hier. Also ich sehe, respektive ich sehe die Kommentare von euch hier. Also schreibt doch mal kurz hinein, von wo ihr seid und ob ihr schon Schüler seid auf Sapiano. Die einen Namen, die kenne ich ja schon hier. Aus Polen wiederum, ja, aus Burgdorf, aus Stralsund, aus Niederrhein. Hallo Detlef, Kerstin. Genau. Hier am Facebook ist es ein bisschen ruhiger. Da sind die Leute eher ein bisschen inkognito, sehe ich gerade. Okay. Also, ihr könnt mir Fragen stellen rund ums Klavierspiel. Das muss eigentlich nicht mit diesem Thema zusammenhängen. Aber ich werde natürlich euch ein paar Fragen stellen hier zu diesem Thema. Und das soll auch ein bisschen interaktiv sein, sondern dass ihr wirklich dabei seid. Zuerst möchte ich euch ein paar News mitteilen. Also ganz zunächst noch, falls ihr Fragen habt zu einem Digitalpiano, Keyboard oder Klavier oder wie auch immer, dann könnt ihr das tun und zwar auf der Website tastenträume.ch. Das ist der Rainer Zulauf, das ist ein guter Kollege von mir, der hat sein Fachgeschäft in Aarau und der kennt sich irre gut aus mit allen Modellen. Also wenn es darum geht, wenn es nicht um die schwarzen und weißen Tasten geht, dann ist er der richtige Mann und der kann euch da weiterhelfen. Also tastenträume.ch. Dann gibt es ein paar News. Die Sapiano Club-Mitglieder haben bereits das neueste Feature aufgeschaltet, seit etwa 2 Wochen. Und das ist die Sapiano Community. Und zwar geht es darum, dass ihr euch wirklich austauschen könnt auf einem völlig neuen Niveau, das es bis anhin noch nicht gab auf Sapiano. Es ist ganz ähnlich wie in diesen Facebook-Gruppen, wo man sich da so trifft und austauscht und Videos hochladet und kommentiert und liked und macht und so. Und genau dasselbe haben wir jetzt auch nachgebaut auf Sapiano im Account. Und im Moment haben nur, also nur in Anführungszeichen, die Sapiano-Club-Mitglieder Zugriff darauf. Wir testen dieses Feature ein bisschen. Ich möchte ein bisschen schauen, was da wirklich zieht, was gut läuft. Und das Feature wird, also die Sapiano-Community, die wird verfügbar sein Ende Juni und zwar für alle Sapiano-Schüler. Egal welches Abo das du hast, welchen Kurs das du hast, du wirst dann gleichzeitig Zugriff haben auf die Sapiano-Community. Okay, eine irre tolle Sache. Das war immer so ein bisschen ein Traum von mir, dass sich die Leute da wirklich treffen und auch die ganzen Möglichkeiten, die sind ja völlig offen. Also ich habe da jenste Kategorien schon gebildet, dass ihr zum Beispiel einen Übungspartner suchen könnt, dass ihr euch inspirieren lassen könnt mit Worksheets, die ihr selber erstellt habt oder weiß der Geier was. Also es ist völlig offen natürlich da. Dann am 5. und am 6. Juli, also 5., 6., 7. findet das alljährliche Sapiano Club Treffen statt in Zürich. Am Freitagabend wird es ein Meet and Greet geben mit mir. Ich lade euch Hals und Dinge ein. Das ist immer eine lustige Sache. Und am Tag darauf, da mache ich noch einen Workshop für etwa 4 Stunden für diejenigen, die es wirklich wissen möchten. Die können dann zu mir ganz in die Nähe kommen, da wo ich hier meine ganzen Filme mache. Und da bin ich die Inhalte noch ein bisschen vorbereiten. Also ihr kriegt noch eine Einladung, alle Sapiano Club Mitglieder kriegt noch eine Einladung per E-Mail und da könnt ihr euch auch noch verbindlich anmelden. Dann gibt es noch was News. Das, was ihr ja immer wollt, oder das, was die meisten mir schreiben, ich möchte einfach Lieder spielen. Genau. Und zum Liederspielen braucht es ein bisschen Rüstzeug, das ist ja klar. Das wissen die meisten, die ja schon länger unterwegs sind. Und das decke ich im Grunde genommen im Piano Starter 1 schon ab, also von Beginn weg. Man braucht da keine Vorkenntnisse mitzubringen. Und jetzt habe ich im Hintergrund begonnen,
Piano Starter 1 Songs zu machen. Es gibt ja schon die Piano Starter Songs. Diese Videos sind ziemlich veraltet, auch die Kompositionen sind nicht mehr dem Standard entsprechend, wie ich das heute mache. Und da habe ich jetzt begonnen, neue Songs zu filmen. Und den ersten Song, den werdet ihr, sofern ihr den Kurs habt, Piano Starter Songs, den werdet ihr nächste Woche in eurem Account haben. Ihr kriegt dann noch eine E-Mail und dann könnt ihr loslegen. Und das erste Stück, das wird sein The Sea. Wunderschönes Stück. Also ich habe schon 3 Stücke mittlerweile gefilmt und es kommen danach mehr hinzu. Also wirklich, das Ziel ist, dass ihr einfache Sachen spielen könnt, die aber eine hohe Wirkung erzielen können. Also einfaches Lied gut, das spielen könnt und danach auch natürlich variieren könnt, wie gehabt, gemäß der Zapiano-Methode. Okay, also, ich schaue nochmal kurz in die Chats rein und danach geht's los mit dem Thema. Warum Tonarten? Gruß aus Niederrhein, Gruß aus Thüringen, hallihallo, viele Grüße aus Elmshorn, endlich auch mal wieder da, super, hallo Ingrid. Guten Abend, Urs, mal schauen wir mal da. Mike aus St. Gallen, St. Gallen, da habe ich auch mal gewohnt. Erich aus Zürich, super, ganz meiner Nähe, ja. Hallo von Hagen, Patricia, salut. Tastenträume, das ist der Rainer, der ist da im YouTube-Chat drin, sehe ich da gerade. Bonsoir aus der französischen Schweiz. Oui, bonsoir. Kommen dann nicht nur Kinderlieder vor? Haha, Kerstin, natürlich nicht. Nein, es kommen keine Kinderlieder vor. Es sind Eigenkompositionen, die ich da reingestellt habe. Also mit meinem Team. Ich habe ein Kompositionsteam im Hintergrund mittlerweile. Die helfen mir auch ein bisschen Songs zu komponieren. Aber alles ist gemäß, sag ich mal so, meinen Ideen da vorgegeben. Und der letzte Feinschliff, das macht dann das Kompositionsteam. Also es sind alles Eigenkompositionen, es sind keine Kinderlieder. Die Stücke sind etwa ähnlich vom Niveau her wie bei Piano Starter 2, nur sind sie einfacher vom Spielniveau her. Aus dem Ostfriesland ist da der Otto. Ah nein, der Dietmar. Hallo. Kane aus Winterthur. Hallo aus Berlin. Hallihallo. So. Gut, also, erste Frage an euch, wenn es um dieses Thema geht. Warum brauchen wir Tonarten? Warum gibt es überhaupt Tonarten? Denn ihr wisst ja von mir, ich bleibe relativ lange, im Piano Starter 1 bleibe ich eigentlich irre lange auf C-Dur, auf den weißen Tasten. Und die meisten schreiben mir dann, oder die meisten, nein, ich komme einfach immer wieder anfragen, da schreiben mir die Leute, hey, lerne ich auch mal eine andere Tonart? Natürlich lerne ich eine andere Tonart. Das kommt später. Ich bin einfach überzeugt, wenn man in einer Tonart sich gut zurechtfindet und die Prinzipien versteht in einer Tonart, dann kann man sie super easy adaptieren auf die nächste Tonart. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, möglichst rasch durch viele Tonarten durchzugehen, aber überhaupt kein Verständnis zu haben, was da unten eigentlich passiert. Also bevor ich irgendwie so mich in einer solchen Tonart locker bewegen kann. Yeah. Yeah, schön. Cooler Sound. Also bevor ich mich da locker bewegen kann, das wäre zum Beispiel jetzt Astur, da ist es einfach gut, wenn ich mich ausschließlich im Moment, wenn ich lerne als Einsteiger, nur in C-Dur befinde. Das ist einfach so mein Konzept, wie ich das mache. Natürlich kann man das anders sehen, da gibt es sicher auch andere Meinungen, das ist absolut in Ordnung. Aber ich bleibe relativ lange auf C-Dur und im Piano Starter 2 machen wir den Trichter da auf, da geben wir eine weitere Tonarter und da könnt ihr ja schon gespannt sein. Alle guten Dinge sind ja 3, das wissen wir schon alle und im Piano Starter 3 werden wir dann die anderen Tonarten miteinander anschauen. Kleiner Ausblick. Also, ich bin gespannt auf eure Antworten. Warum braucht es verschiedene Tonarten? Bin immer noch im Starter, finde aber Beispiel Joy to the World recht gut, um Zählzeiten zu lernen. Ja, also alle Prinzipien, alle musikalischen Prinzipien, die wirklich relevant sind, lernt ihr im Piano Starter 1. Das ist super wichtig. Bucht bitte keinen anderen Kurs auf meiner Website, wenn ihr nicht zuerst im Piano Starter 1 gemacht habt, weil sonst werdet ihr einfach überfordert. So, da kommt noch keine Antwort. Haben wir da so eine Verzögerung? Also, ich spiele ein bisschen was. Thank you.
Bereich, das wäre jetzt in C-Moll. Und das werde ich danach transponieren. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich habe es gar nicht so groß vorbereitet, muss ich zugeben. Das ist wirklich, jetzt kommt es aus, ob ich wirklich gut geübt habe. Also, ich schaue mir eure Antworten an. Die Grundstimmung ist immer anders. Ja, das ist eine gute Antwort. Kreuztonaten klingen heller als B-Tonaten. Absolut, Urs, auch eine gute Antwort. Wegen Gesangsbegleitung, Erich, sehr gute Antwort. Stimmlage der Sänger anpassen zu können. Kirsten, das sind doch meine Schüler, ist eh klar, die wissen das. Um auch einen anderen Stil zu entwickeln. Ganz was Neues. Die Patricia hat eine Nachricht zurückgezogen nach sowas. Damit man traurige Lieder spielen kann. Ja, kann sein. Entweder dem Original nachzuspielen oder den Song der Gesangsstimme anzupassen. Ja, sehr gut. Mit anderen Instrumenten zusammenpassen. Ja, genau. Um verschiedene Stimmungen zu erzeugen für die Spannung und Entspannung eines Songs. Da würde ich nicht gleicher Meinung sein. Barbara, da hoffe ich, ich kann dir was Neues zeigen heute. Gell? Tonarten für Grundstimmung, anregend, siebend, abregend, aufregend. Ah, okay. Ja, aber Ideen gibt es ja viel. Genau, für mich ist Prüfung. Schreibt die Kerstin. Weißt du, für mich ist dann immer Prüfung, wenn ich eine Live-Show mache. Also, gut. Antwort. Warum braucht es Tonarten? Das Erste ist, das ist das, was den meisten auffällt, wenn sie zum ersten Mal probieren zu singen am Piano und sich selber probieren zu begleiten. Oder sie begleiten jemanden auf dem Klavier und jemand anders singt. Oder ein anderes Instrument spielt mit in einer Bandsituation. Und der Gitarrist, der ist vermutlich noch nicht so versiert und sagt, ja Mensch, ich kann da auf meine Wandersmann-Akkorde. Kannst du nicht mal ein bisschen was ändern da? Genau, also es gibt vielleicht auch gewisse Limitierungen von anderen Instrumenten, die sagen, ich kann nur in dieser Tonart spielen. Oder der Sänger sagt, ja, ich fühle mich einfach in diesem Range einfach am wohlsten. Und wenn ich die Melodie irgendwo da oben singen sollte, dann krächzt sich nur noch und das Ganze würde sich schrecklich anhören. Und ab diesem Zeitpunkt muss man, oder sollte man transponieren. Wenn man das nicht macht, dann tut man der Sache keinen Gefallen, denn wenn der Sänger oder respektive die Person, die die Melodie spielt oder singt, das in einer Tonart machen sollte, die oder der sich nicht wohlfühlt, dann gibt es eine Bruchlandung. Das hört sich nie gut an. Also, und dann gibt es natürlich die Spezialisten, die haben irgendwelche Knöpfe da an ihren Instrumenten, an ihren digitalen Instrumenten, die können da immer transponieren, spielen immer auf C-Dur. Das würde ich nicht empfehlen. Also, sofern du dich irgendwie ein bisschen weiterentwickeln möchtest, musikalisch im Piano, dann würde ich dir wärmstens anraten, dass du dich mit Tonarten auseinandersetzt. Das ist der erste Grund. Also, transponieren, wenn die Stimme oder die Melodie tiefer oder höher gespielt werden sollte. Ab diesem Zeitpunkt muss man transponieren. Wenn man dann noch dieselben Akkorde spielen würde, das würde sich suboptimal anhören. Also, dann Farbe, hat jemand schon gesagt, dass es gibt gewisse Tonarten, die haben eher so ein bisschen einen dunkleren oder dunkleren Ausdruck, sagt man. Wenn ich mich so im Jazz-Kontext bewege, dann ist S eigentlich die Tonart, die am meisten verwendet wird, S und B-Flat, das hat auch einen Hintergrund, das wird vielfach geschrieben oder die Musik wurde geschrieben von Bläsern und das sind B-Instrumente, braucht es nicht weiter zu interessieren. Und wenn ich mich so im Folk-Pop-Bereich bewege, das eher so ein bisschen hellen Charakter hat, ein bisschen fröhlichen Charakter, dann bewege ich mich in den Kreuztonarten. Und was Kreuz und B ist, das zeige ich gleich. Das wäre mal so das Erste, das ich euch zeigen wollte. Gut, sonst noch was? Genau, das ist mal das Wichtigste. Und das Gute ist, es gibt eine gute Nachricht. es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht bei diesen Tonarten, bei diesen ganzen Geschichten. Ich sage euch zuerst die gute. Ihr braucht dazu, nicht musikalisch zu sein, erstens. Das kann jeder lernen, wirklich jeder. Zweitens, ihr braucht kein Piano zu haben. Das könnt ihr überall üben. Und es ist einfach zu erlernen. Also wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt mit Harmonielehre, also für diejenigen, die das noch nicht haben, auf meinem Kursangebot, da gibt es einen Kurs, der nennt sich Chords and Scales. Da erkläre ich alles, was ich jetzt ein bisschen crashkursmäßig erkläre, erkläre ich bis ins letzte Detail da. Also der Kurs Chords and Scales würde ich empfehlen, wenn du dich mit Harmonielehre beschäftigen möchtest. Also, jetzt kommt noch das weniger Gute. Es dauert. Es dauert, bis man die Sachen, die man verstandesmäßig gelernt hat, bis man diese da so adaptieren kann, locker.
Das dauert einfach. Und weißt du, wie lange das es dauert? Das ist immer noch die Frage, die mir vielfach gestellt wird. Also, es dauert genauso lange, wie es dauert. Ich zeige euch ein paar Strategien heute, wie man das üben kann, was ich empfehlen würde. Ich selber bin das auch am Üben. Es ist nicht so, dass das irgendwie abgeschlossen wäre. Wenn man das aber mal gelernt hat, wenn man das ein bisschen unter den Fingern hat, dann kann man die Sachen, die neu kommen, die man neu erarbeiten will, ihre schnell verinnerlichen. Es geht einfach alles viel schneller. Also es ist ein Weg, der sich wirklich lohnt. Und du verstehst viel rascher ein Stück, du kannst es auch rascher wieder transponieren in eine andere Tonart, das sind so die Benefits, und du fühlst dich halt einfach viel sicherer auf dem Piano. Okay, gut, also, dann die nächste Frage für euch. Also, nächste Frage. Wenn ich mich jetzt in einer Tonart befinde, es gibt ein paar Fragen jetzt für euch. Wie viele Töne habe ich in einer Tonart drin? Ich bin noch ein bisschen was. Und dann warte ich auf eure Antworten. Also wie viele Töne habe ich in einer Tonart drin? Die Kamera war mal kurz noch weg, aber jetzt sollte sie wieder da sein. Also, der Urs. 7. Ja. Also es hat jetzt nichts mit den 7 Zwergen zu tun. Eine Tonart beinhaltet 7 Töne. Ich denke mal die Kamera. Das ist gar nicht gut. 2 Sekunden. Meine Kamera ist jetzt ausgestiegen. Gerade vorhin. Mist. Moment, rasch. Mal schauen, ob ich das fixen kann. Boah, hot. Moment. Also, ich sage es immer wieder, Mensch, das ist live. Also, aber für die Sachen, die ich heute zeige, ist es eigentlich nicht nötig, dass ihr meine Tastatur seht. Also ich erkläre es einfach so, was ich da jetzt so mache. Also, ich habe da geantwortet. 7, das ist richtig. Also in einer Tonart hat 7 Töne, ein paar Leute haben 12 Töne geantwortet. Das ist nicht richtig, denn wenn ich mich in einer Tonart bewege, die Kamera hat sich wieder... die Kamera ist wieder da. Okay, aus magischen Gründen hat sich die Kamera gerade wieder gemeldet. Super, also sollte sie doch hier sein. Also, ich habe zum Teil geschrieben 12 Töne. 12 Töne, insgesamt habe ich 12 Töne, aber ich habe in einer Tonart nur 7 Töne, die ich verwende, respektive wenn ich Tonarten eigene Töne verwendet, dann sprechen wir immer von 7 Tönen, nicht von 12.
Sehr gut. Also, dann, wie viele Akkorde habe ich denn in einer Tonart, wenn ich 7 Töne habe? Das ist die nächste Frage. Also, ich spiele nochmals. Und jetzt mache ich schon einen kleinen Switch. Ich probiere jetzt mal zu transponieren. Ich gehe jetzt mal das Ganze nach D-Moll transponieren. Mal schauen, was da kommt. Ups. Jetzt habe ich das Ganze, was ich vorhin gespielt habe, anstatt in C-Moll, in D-Moll gespielt. Und ich habe gemerkt, da muss ich noch ein bisschen überlegen, das ging nicht ganz so frei. Also, die nächsten Antworten, 7 Akkorde, sagt der Dietmar, Kerstin sagt auch 7 Akkorde. Was kommt da noch? Da kommt noch Hallo. Hallo. Also, 7 Akkorde ist richtig. Und zwar, super Crashkurs jetzt. Die meisten wissen das ja schon, die den Pianostarter schon angeschaut haben. Und ich erkläre diese Prinzipien schon im Pianostarter 1, weil ich finde einfach, das ist super wichtig, dass man das versteht. Also jetzt angenommen, ich habe C-Dur, super easy, dann kann ich auf jeden Ton kann ich einen Akkord bilden. Und dazu lasse ich immer einen Ton aus, wieder einen Ton aus, und dann kriege ich den ersten Akkord, dann den zweiten, ist egal, wie die jetzt heißen im Moment. Und so, wenn ich das so nach oben mache, da bin ich wieder angekommen, dann habe ich 7 Akkorde. Die 7 Akkorde, diese kann man auch ausschmücken, man kann die umkehren, man kann Farbtöne hinzutun, das ist alles möglich, aber am Schluss, sofern ich mich nur in dieser Tonart bewege und nicht aus der Tonart rausgehe, habe ich 7 Akkorde. Dann, nächste Frage. Oh, Kerstin, sehr gut gelernt. Markus, absolut. Genau. Genau. Nächste Frage. Wie viele Tonarten gibt es denn insgesamt? Das ist noch eine Frage. Und ich probiere das Stück jetzt von vorhin nochmals zu transponieren. Ich gehe mal nach G-Moll. Mal schauen, was da so kommt. Habe das gemerkt, als ich begonnen habe zu spielen, dachte ich, Himmels nochmal, was kommt denn da von einem Akkord? Irgendwie so eine kleine Terz nach oben transponieren. Aber ich habe es irgendwie noch hingekriegt. Aber das war jetzt wirklich die Feuerprobe für mich jetzt. Weil ich habe es vorhin nicht geübt. Also ich habe von C-Moll, das Stück von C-Moll vorhin, habe ich jetzt nach G-Moll transponiert. Okay. Kerstin, wow, was? Wie viele Tonarten gibt es? 1600. Oh, das. Insgesamt 15, also spannend. Du kommst auf 15 Tonarten. Habe ich jetzt auch noch nie gehört.
12 Dur und 12 Molltonarten. Ja, genau, das sind parallele Molltonarten, das ist gut. Ich habe die Frage nicht genau verstanden. Tonarten, genau, also es gibt parallele Molltonarten, aber so die Dur-Tonarten, die bezeichnet man eigentlich als Tonarten. Natürlich gibt es dann noch Molls und alles andere, lassen wir jetzt alles weg heute. Also es gibt 12 Tonarten. Und zwar könnt ihr euch vorstellen, ich kann einfach auf jeder Taste hier, kann ich eine Tonart bilden. Das bedeutet jetzt, längerfristig sollte man 12 Tonarten beherrschen. Also genau aus diesem Grund mache ich das so einfach für meine Schüler, dass ich sage, nehmt zuerst mal C-Dur und schaut, dass ihr das wirklich gut beherrscht im Pianosater 1. Und wenn ihr weitergeht dann, dann nehmen wir langsam die anderen Tonarten hinzu, dann kommen noch die anderen Tonarten so. Aber ich würde nicht hingehen und jetzt alle 12 Tonarten probieren zu lernen. Das ist eine völlige Überforderung. Also mir hat kürzlich jemand gesagt, im Pianoclub-Treffen, er hat irgendwie das Konzept verstanden von Akkordumkehren und Farbtönen und Tonarten. Und hat er gesagt, was, das soll man alles lernen? Da habe ich gesagt, ja, das ist auch der Grund, warum das viele Leute irgendwie ein ganzes Leben mit dem Klavier verbringen und mit Musik machen. Das ist halt einfach so, ja. Die Frage ist einfach, wie tief muss man gehen? Also das ist ja nicht für alle das Ziel, dass sie alle Tonarten beherrschen. Für mich jetzt auch nicht. Mir genügt es, wenn ich ein paar Tonarten gut beherrsche. Aber wenn es so in Richtung Des-Dur geht zum Beispiel, oder Fis-Dur, Ges-Dur, B-Dur ist auch nicht so meine Tonart. Das sind nicht so die Pianisten-Tonarten, die kann ich auch nicht so gut. Aber die gebräuchlichsten Tonarten, die kann ich relativ gut und das hilft mir halt einfach, dass ich Stücke schneller spielen kann. Okay, also da gibt es ja ganz viele Antworten. Also es gibt 12 Tonarten. Und das, was ihr noch gemeint habt mit Moll, das bedeutet hier, also wenn ich eine Dur-Tonart habe, dann habe ich immer eine parallele Moll-Tonart. Und die parallele Moll-Tonart, die ist dann einfach immer der sechste Ton einer Dur-Tonleiter. Also wenn ich hier in C-Dur mich befinde, habe ich hier C, und dann der sechste Ton hier, das ist der A, das wäre jetzt die parallele Moll-Tonart. Dasselbe zum Beispiel in F, das wäre jetzt eine F-Dur-Tonleiter, dann habe ich hier in D-Moll, D-Moll ist die parallele Moll-Tonart von F-Dur. Okay, und jetzt, wie ich beginnen würde, das zu üben. Am besten nehmt ihr, wenn ihr es am Anfang steht, dann nehmt ihr, sage ich mal, nur drei Tonarten und ihr übt nur eine einfache Akkordverbindung, die ihr eh schon könnt. Also angenommen, ihr seid in C-Dur drin und ihr sagt, ja, ihr spielt jetzt sowas, das fällt euch einfach, dann probiert man nur das hier. Oder ich mache es noch einfacher, ich mache es noch einfach für euch. Ihr könnt nur Grundstellungen benutzen, hört sich nicht wahnsinnig gut an, aber es hört sich korrekt an, nicht wahnsinnig gut, aber es ist richtig. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, jetzt mache ich das Ganze in F-Dur. Und wenn ich das in F-Dur habe, dann habe ich hier ein B-Flat drin. Ups, da habe ich eine Umkehrung genommen, sorry. Also, Grundstellung wollte ich nehmen, so. Ist so drin bei mir. Genau, und dann habe ich ein C-Dur und dann wieder F. Also wirklich super einfach. Ich würde es so vereinfachen, dass ihr es einfach spielen könnt, ohne dass ihr megamäßig überlegen müsst dazu. Also nur Grundstellung und so in dieser Art. Okay, und immer wenn ihr das spielt, dann sagt laut, was ihr spielt. Immer wenn ihr es laut vorsagt, dann ist euer Verstand wirklich eingeschaltet. Ihr hört gleichzeitig, was ihr sprecht. Und dann geht es wirklich hinein, geht es tief hinein. Also F-Dur-Grundstellung, B-Flat-Grundstellung, C-Dur-Grundstellung und F-Dur-Grundstellung. Und das Ganze, wenn ich jetzt das in G-Dur auch noch machen würde, hätte ich hier G-Dur-Grundstellung, C-Dur-Grundstellung, D-Dur-Grundstellung und dann G-Dur. So würde ich mich zum Beispiel jetzt in diesen drei Tonarten bewegen. Die sind sehr einfach anzuhaben. Und wenn das gut geht, dann kannst du das Ganze natürlich auch mit Akkordumkehrung tun. Wenn das jetzt noch weit weg ist für dich, dann würde ich dir meinen Kurs Pianostarter 1 empfehlen. Das zeige ich da im Detail. Also dann könnte ich zum Beispiel hier schon so beginnen. C-Dur mit der Grundstellung. Dann habe ich F, zweite Umkehrung, G, erste Umkehrung und dann wieder C. Das Ganze transponiert nach F. Hätte ich das hier. F, Grundstellung. B-Flat, zweite Umkehrung, C-Dur, erste Umkehrung und F. Und das Ziel ist natürlich, dass man das so gezielt übt, so viele Male wiederholt, dass man das einfach locker spielen kann, ohne zu überlegen. Also es ist immer so, ich schaue in der Zapiano-Methode immer einzelne Teilbereiche mit euch an. Das, was ich vorhin schon gezeigt habe, das wäre jetzt zum Beispiel, hier habe ich jetzt nur den Kreis Harmonik, hätte ich jetzt genommen vorhin. Also nur Harmonik, hätte zunächst überlegt, was möchte ich eigentlich drücken und dann wird es gedrückt. Aber der Weg ist immer so,
dass zuerst die Zentrale eingeschaltet werden sollte. Das empfehle ich immer. Also zuerst wirklich überlegen, was passiert. Die Kamera hat sich nochmals verabschiedet. Also ich sage jetzt den Hersteller nicht, dieser Kamera, die ich habe. Sonst würde ich ja noch Werbung machen, sonst bleibt das noch bei euch im Unterbewusstsein. Aber es ist wirklich ärgerlich, diese Kameras. Ich hätte es beinahe gesagt, die steigen ständig wieder raus. Also, jetzt ist es wieder drin. Ne? Wieder drin, gut. Wo war ich stehen geblieben? Genau, also macht es immer so, dass ihr zuerst überlegt und dann drückt ihr es. Ich würde nicht hingehen und einen Trial and Error machen, so in dieser Art, so ein bisschen so, oh nein, das ist irgendwie falsch, was ist jetzt los, was muss ich jetzt machen, so, sondern wirklich überlegen, verarbeiten und dann drücken und laut aufsagen und that's it. Hä? Okay. Das war die Sache zu den Tonarten. Das würde ich euch empfehlen. Das war sozusagen der Crashkurs jetzt. Ich habe jetzt nicht vor, dass ich 2 Stunden hier bin. Es ist Ihre heiß hier oben bei mir im Studio. Habt ihr Fragen? Dann könnt ihr jetzt daraus fragen. Gell? Also, da kommt eine Frage von Irina. Welche Basis-Tonarten benutzen die meisten Spieler, zum Beispiel in einer Band? Das ist eine ganz offene Frage. Das kommt sehr fest auf die Stilrichtung drauf an. Wenn du dich in einer Band befindest, die so wirklich Folkmusik spielt, mit Gitarren, dann wirst du dich vermutlich in C-Dur und in G-Dur bewegen und in D-Dur vermutlich. Und wenn du mit dem Saxophonisten zusammenspielst, einem Kontrabassisten und einem Schlagzeug, und das Schlagzeug hat so kleine Besen, solche Sachen, dann wirst du dich vermutlich in B-Tonarten bewegen. Also das wird dann vermutlich B-Flat sein oder S-Dur. Das kommt ein bisschen darauf an, in welche Richtung du dich bewegen möchtest und was für dich einfach wichtig ist. Aber wichtig ist zuerst, dass du wirklich C-Dur verinnerlichst, dann vielleicht F-Dur und G-Dur. Das sind so die Tonarten, die ich zunächst vorschlage. Also, ihr könnt mir Fragen stellen. Ich bin da und ich höre. Und ich schaue und ich spiele im Moment noch ein bisschen was. He? Ich werde mal dasselbe Stück nochmal spielen, aber ich werde den Stil jetzt ein bisschen verändern. Mal schauen. Die Irina schreibt nochmals, Rock zum Beispiel, wenn du dich in einer Rockband befindest mit Gitarren, dann hast du vermutlich, wenn es kein Drop Detuning drin ist, so metalmäßig, dann hast du vermutlich die Tonarten E-Dur und A-Dur. Das sind so die Gitarristen-Tonarten, die sind für die Pianisten nicht wahnsinnig attraktiv, respektive die meisten lernen das nicht so, aber sofern du gerade mit Gitarristen zusammenspielst, im Rockbereich hast du vermutlich A-Dur und E-Dur. Aber das kann doch sehr variieren, das sind nur wirklich Basisangaben. Welche Übungen gibt es, um Ausdruck in das Spiel zu bringen? Zum Beispiel Tempo ändern oder Lautstärke. Ausdruck ins Spiel zu bringen, ja, das ist eine sehr offene Frage. Ich weiß gar nicht, wie ich die beantworten soll. Es gibt eigentlich 2 Komponenten. Also das eine ist, Spieltechnik zu haben. Also ich probiere da wirklich, also wenn ich sowas spiele, dann merkt ihr, also ich kann zum Teil sehr leise spielen oder ich kann auch sehr laut. Also das eine ist wirklich spieltechnisch, was man da halt machen kann oder halt noch nicht so machen kann. Spieltechnik ist halt einfach wichtig, um
wirklich ein Repertoire zu haben, wirklich gezielt zu spielen. Und das Zweite ist, aus meiner Sicht, das ist sogar noch wichtiger, ist wirklich das Gehör. Also das, was ich da gespielt habe, das sind keine vorgefertigten Muster. Natürlich habe ich es mal irgendwo wie geübt, aber ich lasse das sehr freien Lauf, wenn ich sowas spiele. Das war jetzt alles improvisiert über Akkordfolgen, was ich vorhin gespielt habe. Und bevor ich die Sachen spiele, höre ich sie eigentlich schon in der Regel. Also ich weiß, wie sich das anhört, bevor ich die Taste drücke. Und das hat natürlich im Endeffekt, dass da auch ein Ausdruck passiert, wo man merkt, ah, die Person hat irgendeine Ahnung, was sie spielt, das hat irgendeinen Kontext, das passt hier nicht zusammen. Das merkt man relativ rasch. Oder ob jemand immer nur wirklich dieselben Muster spielt, dieselben Licks und das ständig wiederholt. Das sind so die Sachen. Aber ich denke mal, das Gehör, das ist irre wichtig für den Ausdruck. Das ist für mich aus meiner Sicht das Wichtigste. Beatrice, ich glaube, ich bleibe nach Enceda. Ist auch gut, Beatrice. Ja. Was sind Rubati und wie hören Sie sich an? Rubati, ich weiß nicht, ich glaube, Urs, du meinst Rubato. Also Rubato wäre, das ist so ein italienischer Ausdruck für, wenn es kein Time hat. Also wenn ich das Ganze nochmal spielen würde, ich habe es vorhin unter einem Time da gelassen, aber wenn ich das Ganze Rubato spielen würde, ich glaube, das ist das, was du meinst, könnte sich das so anhören. Genau, also Rubato wird vielfach die Mehrzahl von Rubato, alles klar, okay. Also Rubato wird vielfach als Intro verwendet. Gerade dann, wenn zum Beispiel ein Gitarrist oder ein Sänger oder ein Pianist einen Sänger begleitet und dann wird so ein Intro gespielt, wo man merkt, ah, jetzt muss es dann losgehen. Also das, was ich jetzt gemacht habe, das hat sich angehört wie ein Intro. Wenn man immer so spielt, dann wird es mit der Zeit irre schläfrig und so und denkt immer, Mensch, wann beginnt die Sache dann? Und das ist aber ein guter Effekt, ein gutes stilistisches Mittel, um ein bisschen Spannung erzeugen. Und danach kann es dann wirklich losgehen. Auch dann sollte man on time spielen können. Versteht man Songs in Tonarten zu transponieren, eine parallele Verschiebung, rein mathematisch? Kerstin, wenn ich deine Frage verstehen würde, würde ich sie beantworten. Eine parallele Verschiebung. Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, was du meinst. Sorry, kann ich leider nicht beantworten. Also, ich warte noch auf Fragen. Habt ihr noch Fragen? Und sonst würde ich sagen, genießt nur noch ein bisschen die Abendsonne. Weil hier habe ich nur meine Monitore und meine Bildschirme da. So, ich bin noch ganz kurz. Und wenn dann keine Frage mehr kommt, dann war es das für heute. Machen wir mal dasselbe, hä? Und einen schönen Abend. Das ist wunderschön. Ich meine einen Song, CFG in ADE. Ja, es ist richtig. Kerstin, das kannst du so machen. Das ist korrekt so. Schau im Kurs Kortens, Kerstin, du hast ja Zugriff darauf. Tschüss und danke. Aus dem kalten Wales. Hey, cool. Kaltes Wales.
Wie aber erkenne ich zum Beispiel ein Kinderlied, welches gerade gespielt werden müssen, wenn es nur die Melodienoten gibt? Aber bisher konnte mir noch keiner erklären, wie ich das herausfinde. Oh, das ist eine sehr offene Frage. Das wäre ein weiteres Live-Piano-Coaching. Das kann ich hier jetzt im Moment nicht abdecken, dann hätte ich nochmals eine Stunde. Aber es ist eine gute Frage, ich nehme das gerne auf. Und ich gebe dir eine ganz einfache Antwort. Also wenn du ein Kinderlieder hast, dann hast du vermutlich immer eine 1-4-5-Verbindung, die darunter liegt. Super einfach, keine große Sache. Und probieren nach Gehör herauszufinden, wo diese Akkorde dann wechseln. Das ist eine ganz kurze Antwort für dich. Hä? Danke. Also, Freunde, das war's von meiner Seite. Denkt daran, ihr habt Ende Juni Zugriff auf die Zapiano Community, egal welches Abo ihr habt. Und bald kommt dann Piano Starter 1 Songs heraus. Dieser Kurs werde ich dann auch komplett neu launchen und da gibt es neue Kompositionen drin. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und einen wunderschönen Abend. Bye, bye.